herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder spannendes Thema, ihr Lieben, und zwar an alle Fitness-Einsteiger im Jahre 2016, aber auch an die anderen, die sich für 2016 vorgenommen haben. Dieses Jahr möchte ich mein Sixpack zeigen am Strand. Dieses Jahr möchte ich endlich mal mein Sixpack zum Vorschein bringen. Ich habe wichtige Infos für euch, und zwar folgende. Man sieht im Moment immer öfters, das ist meistens so im Frühjahr, kurz nach Weihnachten, erste Januarwoche, zweite Januarwoche, kurz vorm Sommer passiert es oft und auch am Anfang der Haupturlaubszeit im August, im Juli, sieht man sehr viele, die sich extrem mit Bauchmuskeltraining beschäftigen. Da wird im Verhältnis zu den anderen Muskelgruppen extrem viel Bauchmuskeltraining betrieben. 4 bis 5 Übungen, 3 bis 4 Sätze, das heißt 20, 25 Minuten reines Bauchmuskeltraining. Was passiert? Bei den meisten passiert Folgendes nach einer gewissen Zeit. Die meisten haben sich so ein paar Wochen vorgenommen. Viele halten es dann mal aus bis 10, 12 Wochen vom Neueinsteiger. Dann stellen sie fest, naja, ich trainiere zwar regelmäßig Bauch, aber ein Sixpack kommt leider nicht zum Vorschein. Was ist da los? Da gebe ich jetzt euch ein paar gute Tipps dazu. Und zwar, man muss nicht 3, 4, 5 Mal in der Woche den Bauchmuskel trainieren, um ein Sixpack sichtbar zu machen, sondern für ein sichtbares Sixpack muss als allererstes Mal die Körperfettschicht, die Depotfettschicht reduziert werden. Und die Depotfettschicht ist am Bauch am größten, somit dauert es am Bauch am längsten, um diese Schicht zu reduzieren. Vom reinen Bauchmuskeltraining kann ich letztendlich die Bauchfettschicht nicht reduzieren. Dazu muss ich die Ernährung mit an Bord nehmen und muss entsprechend eine Ernährungsweise strukturieren, die dafür sorgt, dass mein Körper körpereigenes Fett als Energielieferanten heranzieht und das Körperfett reduziert. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 2. Oft sind dann auch Neueinsteiger mit dabei, die haben dann tatsächlich lange Bauchmuskel trainiert und haben dann auch noch tatsächlich die Ernährung reduziert, diätet, haben dann auch Körperfett reduziert. Und was passiert? Sie stehen vorm Spiegel und sagen, naja, Körperfett ist weg, aber ein Sixpack ist das kein gescheites, das ist kein schönes Sixpack, das ist ein ganz kleines Sixpack, ein flaches Sixpack, ein Muskel ohne Volumen. Was ist passiert? Ganz einfach. Der Zeitfaktor war zu klein. Man kann nicht ein schönes Sixpack in 12, 8, 10 Wochen, was auch immer, aufbauen. Dazu gehört ein bisschen mehr Zeit. Warum? Weil der Bauchmuskel, der braucht erstmal Volumen. Der muss erstmal auch ein bisschen kräftiger werden, ein bisschen stärker werden. Da kommt auch mehr zum Vorschein. Und genau deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn ich mit meinem Vorhaben Sixpack an den Start gehe, dass ich genau diese Parameter berücksichtige. Wichtig auch noch für die Neueinsteiger, zum Teil werden hier natürlich fantastische Bauchmuskelübungen ausgezogen, sehr experimentell zum Teil, sehr intensiv und vor allem sehr belastend. Das heißt, ein Neueinsteiger beschäftigt sich mit Bauchmuskelübungen des weit Fortgeschrittenen, des guten Athleten, der schon jahrelang Sport hinter sich hat, der schon eine gute Basic hat, der gute Stabilisatoren hat, der kann natürlich auch fantastische Bauchmuskelübungen machen, wie Bauchmuskel im Hängen mit diesem Scheibenwischer, wo komplett die gesamte Last und die Wirbelsäule mitgedreht wird. Der kann natürlich auch Beinheben machen mit Zusatzlast. Da gibt es ganz viele tolle Übungen, die man dann als Bauchmuskelübung ausführen kann. Aber ganz wichtig, eins nach dem anderen. Wichtig ist immer, wenn ihr Bauchmuskel trainiert, dass ihr vielleicht auch einmal isolierte Bauchmuskelübungen ausführt. Gibt es ganz viele davon. Und natürlich das ganze Paar, indem ihr natürlich auch auf Dauer dann, wenn ihr als Einsteiger schon etwas länger dabei seid, mit mehr Gelenksübungen arbeitet, wie die Kniebeuge, wie das Kreuzheben, wie das vorgebeugte Rudern, wie die Klimmzüge. Überall da, wo ich natürlich mit vielen Muskelgruppen gleichzeitig arbeite, muss der Bauchmuskel stabilisierend mit dabei sein. Wenn ich es dann auch schaffe, dass ich bei den Grundübungen Kreuzheben, vorgebeugtes Rudern, Sumo-Kreuzheben, Kniebeuge mit größeren Gewichten im Laufe der Zeit arbeite, muss natürlich der Bauchmuskel diese gesamten Lasten stabilisieren. Somit habe ich eine super Kombi aus isoliertem Bauchmuskeltraining in Kombination mit dynamischem isolierten Bauchmuskeltraining. Perfekt, summa summarum, ergeben die zwei Parameter in Kombination mit einem gewissen Zeitfenster, in Kombination nach einer gewissen Dauer, auch mit einer Fettreduzierung, ein schönes Sixpack. Umso länger ihr trainiert, umso mehr Muskelvolumen ihr aufgebaut habt, umso massiver wird dann auch euer Sixpack erscheinen. Das war's schon, ihr Lieben, zum Thema dein Sixpack, wie gehe ich am besten an. Bis dahin, das war's von Andreas Riembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe.